Viktor Orban, der führende Mann Ungarns, setzt in die Tat um, was die Menschen von ihm erwarten. Zudem legt er ein Verhalten an den Tag, das man in der deutschen Politik derzeit bestenfalls vom Hörensagen kennt. Er bleibt standhaft und konsequent in seiner Haltung und seinen Handlungen. Er ist es, der Angela Merkel und Emmanuel Macron die Stirn bietet, die versuchen, ihre politischen Alleingänge im Eiltempo zu absolvieren. Herr Orban hat etwas gesagt, das in meinen Augen normal sein sollte, aber in der heutigen Zeit doch einen bemerkenswerten Charakter hat. Er selbst sieht sich in der Pflicht, sich Macron entgegenzustellen. Er lässt also gar keinen Spielraum für Spekulationen. Er sorgt für eine glasklare Positionierung. Er versteckt sich nicht hinter Gesetzen, nicht hinter irgendwelchen Beschlüssen oder angeblichen Lösungen. Er sagt, Zitat, das ist nichts Persönliches, aber etwas, was die Zukunft unseres Landes betrifft. Zitat Ende. Ich werde in der Quellenangabe einige Links zur Verfügung stellen, die belegen, dass Herr Orban über einen langen Zeitraum hinweg in verschiedenen Bereichen seinen Positionen und Überzeugungen treu geblieben ist. Er schaut nicht auf Wahlergebnisse oder Umfragewerte oder sogenannte europäische Lösungen, die mit Gewalt erzwungen werden sollen, sondern er geht jeden Weg, den er gehen muss, zum Wohle seiner Nation. Wie einige von euch wissen aus dem ein oder anderen Livestream, habe ich, seitdem ich hier wohne, intensiven Kontakt zu Ungarn verschiedenster Altersklassen. Sie alle sprechen im Kollektiv Herrn Orban ihre Anerkennung aus. Sie alle wollen den nationalen Weg Ungarns weitergehen. Auf Deutschland blicken sie mit gemischten Gefühlen. Sie leben immer noch gerne hier, bringen sich mit Fleiß ein. Aber ich möchte in einem Zitat einer guten Freundin die Kernbotschaft dieses Videos wiedergeben. Sie sagte letzten Sommer zu mir, wenn selbst wir Ungarn erkennen, dass Deutschland seine Seele verliert, wie kann es dann sein, dass viele Deutsche das überhaupt nicht realisieren? Zitat Ende. Mit diesen Worten möchte ich gern den Beitrag beenden und euch zur Diskussion übergeben. Was ist eure Meinung zur Person Viktor Orban, zum politischen Kurs und wie wird eurer Meinung nach diese politische Konfrontation ausgehen? Hat Orban das Potenzial zum Angstgegner von Macron und Merkel? Ich freue mich auf eure Kommentare. Danke für die Aufmerksamkeit.